Meine Sunto 9 lässt sich nicht mit der Sunto-App verbinden. Wenn du genau dasselbe Problem wie ich hast, dann könnte es sein, dass ich die Lösung für dein Problem habe. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Sunto 9 mit der Sunto-App verbinden könnt, obwohl die Sunto 9 bereits einmal mit dem Handy verbunden gewesen ist. Hi, grüß euch, ich bin der Franz. Bei mir am Kanal findet ihr bereits über 400 Videos zu bergsportspezifischen Themen. Wenn euch also der Bergsport interessiert und ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, abonniert gern kostenlos meinen Kanal. Und jetzt gehen wir auch schon ins Thema rein. Warum machen wir dieses Video? Ich besitze die Sunto 9 Baro bereits seit 2019 und ich habe die Sunto 9 früher mit Moves Count verbunden gehabt und bin dann später zur Sunto-App gewechselt. Da habe ich dann eben die ganzen Moves aus MovesCount genommen und rüber zur App von Sunto exportiert oder transferiert und eben meine Sunto 9 direkt mit der Sunto-App am Handy verbunden. Die ganzen Moves habe ich dann in weiterer Folge immer mit der Uhr direkt über den Computer an Sunto übertragen. Über den Winter habe ich aber die Uhr einmal nicht benutzt und jetzt im Frühjahr bin ich doch einige Touren gegangen, wo ich dann die Uhr benutzt habe und ich wollte dann wieder mal die neuen Moves eben übertragen. Ich habe also die Uhr mit dem Computer verbunden und dann ist mir gesagt worden, ich soll ein Update von der Uhr installieren. Ich wollte dieses Update dann eben installieren, aber bevor ich die Installation gemacht habe, habe ich auch noch den Hinweis bekommen, wenn ich das Update installiere, dann gingen die ganzen Tracks, die auf der Uhr drauf sind, verloren. Und wenn ich nicht will, dass diese Tracks verloren gehen, dann sollte ich vorher diese Tracks eben übertragen. Also war der Next Step, die Uhr wieder mit dem Handy, mit der Sunto App verbinden. Das Ganze war aber nicht so einfach wie geplant. Im Normalfall, wenn du Wi-Fi eingeschalten hast, Bluetooth etc., verbindet sich das Ganze von alleine. Du brauchst nur die App aufmachen und die Uhr verbindet sich dann mit dem Handy. Bei mir war das aber nicht der Fall. Ich war dann eben in der App drinnen und die App hat die Uhr nicht gefunden. Ich habe dann im Google recherchiert und auch über Google habe ich keine Antwort auf meine Verbindungsfrage bekommen und bei Sunto hat man auch nichts gefunden. Durch Zufall habe ich dann eben in den Bewertungen der Sunto-App ziemlich weit oben einen Kommentar gelesen und diesem Kommentar bin ich nachgegangen und diese Anleitung will ich euch jetzt dann einfach zeigen. Wenn ihr also Verbindungsprobleme mit der Uhr und dem Handy der Sunto-App habt, dann macht einfach folgenden Schritt, ich zeige euch das jetzt an. Falls ihr das Ganze nicht scharf seht, dann hoffe ich, dass die Beschreibung euch weiterhilft. Ihr nehmt auf jeden Fall einfach die Uhr her, dann geht es in den Bereich Einstellungen rein, geht auf die Konnektivität und bei den verbundenen Geräten seht ihr dann eben, die mobile App ist verbunden und da klickt ihr nachher einfach drauf und geht auf Entfernen. Und damit ist die Uhr mit der App nicht mehr verbunden und ihr habt die Möglichkeit, die Uhr noch einmal neu zu verbinden. Die neue Verbindung macht ihr dann einfach direkt in der App noch einmal, indem ihr einfach in die App reingeht und dann findet die App wirklich eben die Uhr, geht dann auf Verbinden drauf. Die Verbindung wird gestartet, ihr kriegt eine Kopplungsaufforderung und dann habt ihr einen Key, den ihr eingeben müsst. Gebt es ein und schon ist es verbunden. Schaut jetzt natürlich alles sehr easy aus, ist es im Endeffekt auch, aber in der Praxis wird man nie drauf kommen, dass man die Verbindung von der Uhr mit dem Handy einfach nur einmal trennen muss und noch einmal neu herstellen muss. Ich hätte alles ursprünglich übers Handy probiert, aber der richtige Weg ist, dass man das Ganze über die Uhr versucht zu machen. Und dann hat es eben, wie gesagt, bei mir ganz einfach
und aufs erste Mal sofort funktioniert. Ich hoffe, ich habe mit dieser Anweisung dem ein oder anderen weiterhelfen können, weil ich habe da 4-5 Stunden verdandelt, bis dass ich da auf diese Lösung gekommen bin. Wenn euch das Ganze geholfen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da. Ich habe vor, in der nächsten Zeit ein paar FAQs zu machen. Wenn ihr irgendwelche bergsportspezifischen Fragen habt, lasst mir das gern unten in den Kommentaren wissen. Dann kann ich das in diese Videos mit reinnehmen. Und wie gesagt, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt auf meinem Kanal, abonniert den Kanal kostenlos. Das ist es auch schon gewesen. Bis zum nächsten Mal. Bergheil, bleibt's geil. Ciao, pfiat euch.